In Canero angekommen und Camping Lido geht gleich hier irgendwo rechts runter. Jetzt bin ich mal gespannt. Da unten ist schon der Beach. Ja. Und ja, jetzt, aber ich, so wie das jetzt hier schon aussieht, wird das glaube ich wieder mächtig eng werden. Ne? Und sie stehen schon Wohnmobil. Ne? Ist das da unten? Weiß ich nicht, da ist der Friedhof. Warte mal. Da ist der Friedhof. Hab ich gesehen gerade. Ja, gut, super. Ast rein. Warte mal, komm mal geradeaus noch. Das ist der Friedhof. Nach 300 Metern rechts abbiegen auf Via Dan. Ach du Scheiße. Das soll was werden. Hast du gesagt, wie groß wir sind? Ja, haben wir nicht gefragt, machen wir weiter. Haben wir nicht nachgefragt. Aber das ist Einbahnstraße, das geht zum Glück rechts rum. Betreten nur für Campinggäste. Ja. Also die Frage ist natürlich jetzt. Nee, wir müssen erstmal da hin. Ist das auf? Ich gehe mal da eben dahin. Wollte ich hier warten? Ja, wenn man was ist oder so. Ne? So, die Barbara, die geht da rein. Da läuft sie. Ein schönes Café hier, aber. Ja, schönes Café, sagt sie. So, ich halte hier die Stellung, weil jetzt, wenn ich stehe jetzt, hier kommt ja keiner rein und raus. Ich fahre jetzt hier auch keinen Millimeter weg, schon gar nicht rückwärts. Das ist einer, der gerade hier lang gelaufen ist, aber können wir jetzt nicht ändern. Aber wir gucken noch mal da. Ja, hier steht zumindest auch schon mal einer. Ich weiß. Der auch bei mir gerade auch schon in der, fand ich dann nicht wegfahren. Hat er gesagt? Ja, sag ich ja. Wir waren ja vorhin da. Ja. Der wollte ja auch da rein, wahrscheinlich jetzt hier. So, jetzt muss er stumpf, jetzt muss er noch eben, muss er gleich hier reingehen. Hier, Moment, muss ich mal eben hier aufmachen, der Tor, ne? Was, hier? Ja. Ach du Scheiße. Nicht dein Ernst jetzt? Doch, ja, mal. Mach mal eben auf. Jetzt muss ich wieder ganz stark sein. Campingplatz, wir haben gebucht. Und dann so weit, jetzt brauche ich die Brille. Für den Platz. Hat er nicht mehr anders zu ertragen. Geht nicht anders, tut mir leid. Für die Einfahrt mal, 7 Meter Fahrzeug. Bist du sicher, dass du hier bleiben willst? Ja. Dass wir jetzt hier bleiben? Soll ich jetzt vorwärts da reinfahren? Ja. Vor allem, wie komme ich hinterher wieder raus? Ich muss da einmal rumfahren dann. Da bin ich wieder. Die Anfahrt vom Campingplatz habt ihr ja gerade gesehen. Und jetzt, ich habe meine Brille ja schon aufgehabt. Ja, die reicht aber jetzt nicht mehr. Aber die reicht nicht mehr. Ich brauche noch ein Schutzschild, sonst verbrennt sich mir die Netzhaut. Ja. Da ist der rosa Flamingo. Die bräuchte ich jetzt als Brille, weil die haben uns da jetzt einen Platz aufs Auge gedrückt. Der geht gar nicht. Also, da bleiben wir auch auf jeden Fall keine 3 Nächte. Direkt nehmen wir das Chemie-WC, zeige ich gleich noch. Und Müllentsorgung. Und der Boden davor ist eine Staubboden. Staubwolke. Die anderen Leute, die haben das da alles so hingenommen. Die stehen da, da habe ich da häuslich hintergelassen. Nicht mit mir. Nee, also wenn wir, wir haben uns gerade also beschwert. Werde ich auch nochmal erwähnen, weil es geht gar nicht.
weil ich habe die Kategorie also auch nicht gebucht. Und ja, wenn die sich jetzt querstellen, wir keinen anderen Platz bekommen, dann werden wir morgen früh fahren. Die Bewertung kommt für den Platz, ganz klar. Und wir müssen mal schauen, wo wir dann halt bleiben, beziehungsweise wir fahren ja weiter nach Ligurien. Irgendwie einen Stellplatz unterwegs oder wir rufen da heute noch an, dass wir vielleicht 2 Nächte eher kommen können, außerhalb irgendwo stehen, bis unser Platz dann frei ist. Weil in Ligurien, da haben wir wirklich einen tollen Platz gebucht. Aber wie gesagt, erst ab Sonntag und es sind ja noch 3 Nächte bis dahin. Also ja, aber vielleicht haben die außerhalb irgendwie so ein, weiß ich nicht. Und wenn es so ein Parkplatz ist, Hauptsache wir sind schon mal dann da. Ja, wenn ich irgendwo anders, finde ich schon. Weil wenn ich mich in eine Pampa einstelle, ist mir scheißegal. Auf jeden Fall bleibe ich da keine 3 Nächte stehen. Ja. So viel steht schon mal fest. Ganz ehrlich. Und es war mal, was die Tante da gleich sagt in dem Laden. Die hat wieder so auf ihre Zettel geguckt, aber will sich da aufregen jetzt. Hat ja eh keinen Zweck. Dann verstehen die sich erst gar nicht mehr. So, jetzt warten wir jetzt mal eine halbe Stunde, machen hier ein bisschen den Hans Kuck in die Luft. Und ja, der See ist schön und kalt, ich war auch schon drin. Der Strand ist so ähnlich, nee, noch grober als am Gardasee auf jeden Fall. Ich zeige euch mal, wie es hier aussieht. Die Strandpromenade ist auch schön alles, ne? Schön gepflegt hier, kann man nicht anders sagen. Ja. Das hier kennen wir jetzt noch nicht, waren wir noch nicht. Ja, aber so kann es gehen, ne? Ja, war aber ein Satz zu diesen Zeiten. Ja, ist alles voll, überlegt. Ich glaube, die Buchung ist wie bei den Hotels, dass die alles doppelt verballern und die Leute dann hin und her schieben, wie sie gerne hätten. Genau. Naja, wir werden berichten. So. Genau. Barbara fragt jetzt hier nochmal nach bei der Tante. Mal gucken. Heute ist es nicht möglich. Ab morgen, wenn Sie möchten, Sie können verändern. Also, geht gar nicht. Ich bin super abgeschlossen, ehrlich sagen. Ja, ist soweit, kein Platz frei. Da kamen die uns halt auch ein bisschen, erst kamen sie uns ein bisschen blöd. Ja. Da wurde ich leid, da habe ich Puls 180 wieder gekriegt. Mhm. Ob sie uns verarschen wollen hier, die uns den letzten Platz geben, den zeige ich euch gleich mal. Ja. Ich habe gesagt, wir hauen wieder ab. Und dann habe ich gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal und eins habe ich denen schon gesagt, da kommt ein Bericht drüber. Ja, auf jeden Fall. Auf einmal. Haben wir sogar unser Geld zurückbekommen. Hat sie Kohle wieder rausgeholt, aber. Das ist ja noch nicht sicher, weil die hat da mit der Bank telefoniert, hat eine Rückabwicklung gemacht an dem Gerät. Ich hatte mit Karte bezahlt vorhin und jetzt eine Rückabwicklung und die 70 Euro Anzahlung soll ich auch wiederbekommen. Aber jetzt mal ganz ohne Flachs, selbst wenn das hier nicht hinhaut. Also scheiß auf die 70 Euro, hier bleibe ich auf jeden Fall nicht stehen, steht schon mal fest. Ne? Und was ich davon halte, habe ich der Tante da, oder den 3 Tanten da gerade schon erklärt. Die eine hat so auf Englisch vollgequatscht, in einem Tempo, auf Italienisch, Englisch, da kamst du überhaupt nicht mehr hinterher. Da habe ich gesagt, lass du die andere mal übersetzen da, die hat wenigstens ein bisschen Deutsch gesprochen, die hat das dann geregelt. Also geht gar nicht. Nee. Dann zeige ich euch nochmal, wo wir da stehen und dann könnt ihr meine Kommentare schreiben, ob ihr da stehen geblieben wärt. Aber mal gut. Komm, ich will jetzt hier wegfahren. Ja, wir wollen jetzt hier weg. Also so sieht das jetzt hier aus. GA, das ist die Wiese. Wir hauen ab. Oh, hat nicht geklappt? Nee. Ich glaube, die Kamera. Wir haben es leicht in der Wolle gehabt gerade, ja. Ja, ich habe mein Geld für mich hochgebracht. Hier sind die Mülltonnen. Chemietoilette. Da laufen die Kabel quer bis an die Dinge dran. So, und das ist jetzt hier das Rondell. Der eine oder andere wird jetzt sagen, ist doch schön. Die gibt es auch, das weiß ich, aber nicht für uns. Also dafür zahle ich nicht so viel Geld. Und wir hauen jetzt hier wieder ab. Ich wollte euch nur mal zeigen, wie das jetzt hier aussieht. Die Bauer unterhält sich schon wieder da drüben mit den Leuten. Wir hauen auf jeden Fall jetzt hier ab. Also, wir sind jetzt immer noch am Lago Maggiore. Wir haben jetzt vom Campingplatz ein paar Meter weggefahren. Haben hier auch einen Parkplatz einfach geparkt. Ich zeige euch das gleich mal. Wir müssen jetzt mal eine Pause machen, wir haben heute Morgen unterwegs noch nicht, keine Pause, nichts gemacht. Ja. Und ja, da kann man, hat man einen schönen Blick. Der Seeblick ist schön, ja. Wir stehen jetzt hier auf so einem Parkplatz, der ist eigentlich nur für PKWs. Und kaum stehen wir hier, steht der nächste schon da. Hier haben wir auch nochmal die Aussicht. Also wir stehen natürlich ein bisschen über, ist klar, aber das ist mir jetzt auch egal. Was sollen sie machen? Ja, wir trinken jetzt einen Kaffee. Und dann fahren wir sowieso weiter. Und dann fahren wir weiter. Gucken wir mal, zu so einem kleinen See in der Nähe hier, vielleicht haben wir da mehr Glück für eine Nacht. Mal schauen. Wir werden berichten. Ja. Ja, da stehen wir. Da hat sich noch einer hingestellt.
Nochmal ein Blick auf den Lago Maggiore. Ja, wir haben jetzt hier eine Kleinigkeit gegessen und fahren jetzt weiter. Die Barbara hat eben so einen anderen See, der hat ja gerade erzählt. Da fahren wir gleich mal hin. Ja. Und man sieht, man muss immer ein bisschen aufpassen beim Rückwärtsfahren, dass da das man da nicht aufsetzt. Ich meine, da ist zwar noch genug Platz, aber trotzdem. Ja. Wollte euch nur noch mal den schönen Aussichtspunkt hier zeigen. Da kann man übrigens ins Wasser gehen, da unten. Da ist der Beach. Oh, wir fahren weiter. Bis später. Hallo liebe Camping- und Wohnmobilfreunde, hier sind wir, die Barbara. Hallo. Und der Frank von Up and Down Vanlife. Und heute brauche ich die rosa-rote Brille, weil heute hat man eine Odyssee hinter uns. Ja. Wir haben das Video gesehen vom Aostatal, von dem Campingplatz Village Paradise. Genau. Das war super, die Nacht. War schön. Und dann war unser Plan zum Lago Maggiore. Da sind wir jetzt auch. Mhm. Aber noch nicht da, wo wir hinwollen. Nee. Ja, die Aufnahmen habt ihr ja schon gesehen. Also wir waren wirklich geschockt. Also da musste ich ganz stark sein. Ja. Also da reicht eigentlich die Brille schon gar nicht mehr. Ich hätte noch ein Schutzschild gebraucht. Ja. Also ich bin ja nicht so empfindlich. Aber da habe ich zum Mal gedacht, hör mal, hier bleibe ich nicht. Nee. Also die haben uns verarscht vom Allerfeinsten. Ja. Da muss man einfach so sagen, wir haben gebucht. Mhm. Ich habe gedacht, buch mal lieber 3 Übernachtungen. Erst war ja eine ganz andere Tour geplant, über den Gotthardpass und so weiter. Machen wir jetzt mal am Rückweg davon ab. Und habe dann gedacht, okay, hörst überall alles voll, buchst du mal. Ja, habe ich auch gemacht. Zweite Reihe, Seeblick. Super, haben uns gefreut. Anzahlung geleistet und so weiter. Und dann kommen wir dahin. Nichts mit Seeblick. Also wirklich eingezäunt, ihr habt die Bilder gesehen, direkt neben dem Chemie-WC, direkt neben den Abfällen, die Tonnen. Also wir kamen dahin, passten eh kaum auf den Platz. Und dann haben uns die Nachbarn da, die dann da waren, schon gewarnt, hör mal, hier ist früh Lärm, Gestank und alles Mögliche. Wir waren wirklich geschockt und dann sagt das Mädel zu uns, ja, ne, die eine da, ja, wir sollen in einer halben Stunde nochmal wiederkommen, ob wir einen anderen Platz haben. Genau. Und dabei der einzige Grund, hat die Barbara hinterher rausgekriegt, warum wir nochmal wiederkommen sollten, weil da die Chefin da war. Genau. Und ja, wie gesagt, die 70 Euro Anzahlung, die habe ich schon abgeschrieben, dann 36 Euro auch sofort bezahlt, bevor wir den Platz gesehen haben. Also nur ein Tipp, wenn ihr irgendwo hinfahrt, guckt euch erstmal den Stellplatz an und dann geht er zur Rezeption und bezahlt. Ich weiß schon, warum sie Barbara sofort abkassiert hat. Ja, und dann hat der Frank halt kurz erwähnt, dass wir des Öfteren jetzt auf YouTube sind. Und dann ging alles ganz schnell. Dann haben wir sofort die 70 Euro zurückbekommen. Wir haben die 36,50 Euro zurückbekommen und sind dann sofort abgereist. Ja, also da wäre ich jetzt im Notfall, wenn gar nicht anders gegangen wäre, eine Nacht geblieben. Eine Nacht wären wir da geblieben. Aber, und dann sind wir, und jetzt, um das mal auf den Punkt zu bringen. Genau, dann wollten wir eigentlich weiterfahren, direkt nach Ligurien. Und der Frank hat hier dieses Schild von dem Campingplatz gesehen. Und er hat gesagt, lass uns mal fragen, vielleicht haben die noch ein Plätzchen für uns. Und ja, hatten sie. Seht ihr ja jetzt, wir sind jetzt hier. Wir sind jetzt hier, wir sind jetzt hier auf dem Camping Isolina Village. Genau. Ich blende das auf jeden Fall ein. Ein sehr großer Campingplatz, den zeigen wir. Stellen wir noch extra vor, ne, würde ich sagen. Ja, da kommt ein extra Video morgen früher. Genau. Weil da ist eine ganz andere Hausnummer hier. Ja. Ihr seht ja, der Platz ist da hinter uns. Genau. Wir sitzen hier auf dem Steg. Also. Und auf dem Platz gibt es eigentlich alles. Ja. Das Beste ist, der ist sogar noch billiger als da, wo wir vorher waren. Preiswerter. Ja. Also es ist unfassbar. Also hier ist ein Pool, hier ist Animation, wer das mag. Super nett, super freundlich an der Rezeption. Und noch preiswerter als der Platz in Kaneo. Also übrigens, die Brille, die kann ich jetzt wieder abziehen. Ja, genau, die brauchst du jetzt nicht mehr. Jetzt alles gut. Wir haben ja Zuschauer. Genau. Die rosa-rote Brille, weil wir haben eine Odyssee heute hinter uns. Und jetzt kann ich wieder meine normale aufziehen. Alles wieder gut. Genau. Nee, also wie gesagt, bleibt dran, bleibt dabei. Ja, und den Platz stellen wir später vor. Genau. Also wir sind heute erst gekommen. Und wir grillen jetzt. Genau. Ohne Mampf kein Kampf. Genau. Ich würde sagen, wir beiden hübschen sind jetzt raus. Ciao. Tschüss. Und nochmal ganz kurz. Grill, Reissalat, selbstgemachter Radler, haben wir gerade neu gekauft. Unser ist nämlich ausgegangen.
Ja, und jetzt genießen wir den Abend. Und mit dem Blick da, Frank, guck mal. Palmen. Drehen wir uns noch einmal rum. Ich sehe Palmen. Okay, gute Nacht und so, bis morgen. Das war's aber jetzt für heute.